진짜. 그럼. Nächste Woche wird wahrscheinlich Steven woanders stattfinden, weil an einem anderen Tag. Was noch? Ja, weil so, das war ja einfach mal. Am Freitag darauf machen wir wahrscheinlich die meisten Leute frei. Oder halt so wie normal mit Kick-Meeting. Was? Kick-Meeting war auch eine Idee. Ja. Man sollte bei Marv einfach alle Soundeffekte durch Bonk ersetzen. Zumindest beim ersten Mal. Beim Tipper. Nur meine ich auch. Beim gleichen Sound. Wieso cues du nicht Opet, ja? Weil ich gerade eben erst gespielt habe. Aha. Ach, komm, sind wir da kurz. Dancing Blade? Ja, das ist noch 0-0. Das macht er aber eigentlich immer. Ja, aber es ist halt. Viele machen das halt. Oh, das ist mir. Mhm. Er ist auch in der Queue, aber das matcht uns nicht. Hm. Hat ihr letztens schon gespielt heute? Nee. Oh, 1-0 für den. Genau, den mit dem Q-Stock. Matchen wir uns nicht, weil wir zu weit voneinander weg sind, kann das sein? Ihr seid doch direkt nebenan. Ich hab noch nicht so oft gespielt. Also oh, check in. Ich werde noch recht weit unten sein. Jetzt ist Microsoft Office. Es ist Home so Office. Aus. Let's go, Fizz. Ich hätte ja erwartet, jetzt nach den 70 Minuten. Let's go, Fizz. Let's go, Fizz. So nicht. So. Hallo. Na? Ja. Ich brauche Wasser, aber das steht da. Ich bin sehr dafür. Ich glaube, ich muss den Geld vergessen, das zu holen. Dann kommen. Leute, es ist sehr wichtig, viel Wasser zu trinken, vor allem bei dem Wetter. Ja, Mann. Listen to the man. Und auch unter der Maske ist es halt noch wichtiger. Oh ja. Alter, was ist mit Konzi da los? Lulsos. I ate animal rice and it's 3-1 for me. Now you can queue up again. Oh,
mein Gott. Alter Maul. Danny DeLito, Alter. Der europäische Mutter-King. Mhm. Bei irgendwie fast nur ein Paul Kampf-Kombo. Oh no! Okay. 160% okay. In 0 Sekunden. World Record. Speedrun. Nein, er hat den Geldbeutel verloren, sonst hätte er gedashbackt. Und das ist ganz schön entscheidend. Ich dachte, da kommt einfach ein Nun down there. Naja. Die macht er eigentlich nie. You know why your lover never finds somebody? I don't know. It's like I don't know. Because it's something about the matchups. How many I don't know. I have not played that much, but I have played. I can't see how many I've seen the field. I don't know. Maybe is it because you're not resistant for this movie? Doch. Doch, das ist another one. Gibt's diesen Bars eigentlich? Die sind von diesen Jimmy Joys, die Vegan Shakes machen, die einfach komplett Mahlzeiten sind. Die machen halt sowas wie Soylent. Soylent und Fuel, okay. Genau, und das ist quasi auch ein Marvel. So. Ersetzt ein komplettes Meal einfach mit so einer Bar. Mega nice. Okay, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, ist mein, das sind 400 Kalorien. Kalorien. 400 Kalorien. Und da sind alle so Nutrition-Meals. Nutrients. Die man so braucht. Mega nice. Ja, das ist noch ein bisschen was drin. Oh mein Gott. Ja, cool. Ich bin jetzt auch wieder auf dem Vegan Grind. Yeah. Ich finde sowas halt ganz lustig, weil dann habe ich manchmal so ein bisschen. Genau. Weil ich bin manchmal ein bisschen lazy, gerade wenn ich Vollzeit arbeite. Ja, das ist mega bequem. Und dann, wo ich nicht vegan war, habe ich mir dann halt sogar auch das Erdessen einfach mal geholt. Ich brauche halt irgendwas, um das zu ersetzen, quasi. Einfach in diesen Lazy Meals. Dafür ist es halt super easy. Und jetzt bin ich halt wieder. Weil das war immer so ein bisschen mein Ding, so, warum ich nicht so. Also, ich habe mich schon ziemlich komplett fast vegan ernährt, aber dann nicht so ganz. Weil ich halt immer diese Lazy Meals dazwischen hatte. Ja, und draußen kümmert man sich nicht so. Gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, so euch zu organisieren als WG, dass ihr sagt, so, hey, wir kochen wie für 2-3 Tage irgendwas? Oder? Ja, aber das ist dann auch Aufwand. So. Oder so, okay, ja, das ist dann gehe ich halt lieber so in Penny und hol mir irgendeinen Scheiß. Ja. Also ich habe dann halt wirklich so gar keinen Bock auf sowas. Weißt du? Dafür ist es mega nice. Also. Ja, klar. Aber du kochst super gerne, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, es ist schon ein Plus, wenn man gerne kocht. Ja. Also ich koche vielleicht gerne, aber es ist anstrengend. Vor allem halt, wenn ich super keine Energie habe nach Work, bin ich so, boah, nee, fuck that. Ja, dann ist das auf jeden Fall irgendwas, was drin ist zu machen. Hier in der Nähe gibt es halt, der Döner, der wurde leider ein bisschen teurer, der vegane Döner. Also gegenüber, weißt du, hast du das noch mal probiert? Bei Dolpi? Wenn, dann gehe ich da für Lachen. Okay. Und halt Wilmersdorfer gibt es ein paar Punkte für Vegan Stuff. Meinst du da? Amor, die Libanesen. Achso, das ja, hast du mir ja sogar gezeigt. Genau, ja. Und dann ja, okay, da gibt es halt auch diesen anderen. Nudelladen. Diesen chinesischen Nudelladen, da gibt es auch super noch vegane Sachen. Wo ist die Nudelladen? Der ist relativ neu. Der gibt es erst seit so einem Jahr. Thanks, man. Ja, okay, dann gibt es halt noch.
viel am Fahrrad. Also, geht da lesen, der ist auch da. Das ist auf der Straße, also praktisch, wenn du. Nee, neben Wilma. Ah ja. Also, okay. Ja, jetzt nicht so günstig wie der Libanese. Ja. Natürlich. Ja, okay, dann geht es halt auch an der Kampfstraße, auch so ein fettwürdig veganes Restaurant. Ah ja, hier vegan zu den Sachen. Achso, nee, das heißt, gar nicht so weit von hier. Oder ich hab Zen. Zen? Zen Kitchen. Ah, ich hab Zen Kitchen. Das ist so ein Kitchen, oder? Das ist ein Fenster? Die sind Koreaner? Nee, das ist kein Koreaner. Achso. Ja, das ist gar nicht so weit von hier. Okay. Ja. Und, ja, gut. Aber klar, ich koche viel zu Hause eigentlich. Also ich bin dann quasi gar nicht kompliziert. Ich sage dann so, okay, ich habe hier Linsen, ich muss sie erhitzen und dann habe ich. Ja. Ja, ich habe auch so ein paar Go-To-Recipes, die überhaupt nicht schwer sind. Aber mich dann aufzuraffen und das zu kochen, ist halt so ein bisschen so, boah. Machst du mehr Homework oder von bei der Arbeit? Ha? Machst du Homework oder? Ich mach ziemlich viel Homework. Aber das ist übrigens super gut. Ja. Und jetzt habe ich gar kein Problem damit. Habe ich meine Laziness ersetzt. Okay, fühlst du mich satt und so? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch so ein paar von diesen Shakes, die machen ja auch ganz nice. Ich probiere gerade auch so ein veganes Proteinpulver. Wie viel kostet das so? 2 Euro oder so? Oh, ungefähr, ja. Aber das ist wirklich 400 Kalorien. Also ich fühle mich danach platt. Okay. Das ist halt super dicht. Also, cool. Wenn du da, deswegen habe ich immer ein Glas Wasser dazu, weil alleine kannst du nicht essen. Das ist mir nicht im Mund danach. Okay. Todesgleich. Kauft man die irgendwo im Rewe oder was? Bestellt man sich halt dann einen großen Mengen. Ist cool. Die haben Salted Caramel. Caramel Sea Salt. Also es taste wirklich ganz tasty. Wir haben wahrscheinlich dann 3 verschiedene Fachrichtungen. Ah, 500. Was ist der Lieblings? Hab nur den probiert bisher. Oh, das ist nice. Ja, ich bin tatsächlich auf dem Gefassenmarkt gerade. Oh ja? Ja, bin ich. Auch gut. Ach, schon mal so wie ich bin. Ja, ich war Anfang des Jahres. Cool, dann groß. Also hier in Südsachsen. Okay. In Deutschland. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht gibt es noch einen anderen, aber ja, es gibt ja diesen einen Breaker, glaube ich, in Deutschland. Das ist in Polen, das ist nicht so weit. Ansonsten glaube ich Dänemark. Aber ja, das ist halt. Ich war mal in Österreich. Was in Österreich? Okay. Ich hätte sonst gedacht, dass du in den Wasser mal hingehen, oder? Nee, China. War nur im Westen gesetzt. Okay. Leider, also habe ich auf jeden Fall vor. Wie heißt der in Österreich? Hab vergessen. Okay, war das Guenca? Ha? War das auch Guenca? Mhm. Okay, so, weil Guenca hat diese bekannte Reihe, so ein Fisch, ein Burma. Okay. Der hat irgendwie jetzt 150 von diesen Fischzentren, also okay. Die halt wirklich den gleichen Ablauf haben. Ne? Ja. Du brauchst seine Audiodateien, die dann die Schüler begleiten. Ach so, also ihr habt ja keinen so einen Anleiter. Es gibt einen Assistent-Feature, der da zwischendurch Fragen da ist und so. Mhm. Aber macht ihr dann in der Gruppe zusammen die Übungen? Also, naja, man sitzt zusammen. Also, okay. Es gibt halt einen Meditationssaal. Ja. Ja, genau. Habt ihr da auch Yoga gemacht? Nee, also dann. Weil das fand ich richtig cool, wenn man dann schon so in diesem State ist und es in die Richtung geht und dann auch noch Yoga zu machen. Ja. Das war richtig cool. War das so praktisch Teil von der. Ja, genau. Ja, dann scheint es ja schon zu unterscheiden. Also mit Guenca, Guenca Trainer von Vipassas. Die ersten 3 Tage machst du halt Atem, also Anapana, wurde das so genannt? Nee, weiß nicht. Das ist halt super orientiert an der
Theravada-Tradition, die hat sich die älteste okay. von den Firmen. Also wir hatten, bei uns war es mehr so, wir hatten halt einen Anleiter okay. und der hat die ganze Übung mit der Firma. Und das war dann aufgeteilt in Sitzen, Gehen und Arbeiten. Und so in die Richtung. Also die Übungen an sich waren jetzt halt relativ so... Ja, normal, basic. Ich liebe die consistent Arschung. Ja, mega nice. Ja. Oh, ist richtig knapp hier. Trotzdem knapp, ja. Der im Pfeifers ist. Der ist halt an. So, nach dem das doch, dann ist halt. Mhm. Okay. Oh, der Flop. Oh, was war das für ein Affe? War so ein bisschen floppy, das ist floppy gerade. Aber nein, nein, ja, beide. Phantom. Oh, wow. Oh, schön. Ich hab gemerkt, das konntest du nicht rein will. Oh, Kanon. Wer war das mit dem Pips? Oh, nein, das war das nicht. Oh. Oh mein Gott, das muss es sein. Ja. Total 90 auch mit dem Doppelpunkt O im Chat. Beide am Schwitzen gewesen. Ja. Alle waren am Schwitzen.